Ich bin heute in Tessin, das ist im Süden der Schweiz, die Sonnenstube der Schweiz, sagt man auch. Und heute sammle ich Edelkastanien, die ich dann später auf dem Feuer zubereiten werde. Und die Natur hier ist wirklich wunderschön. Hier wachsen Palmen, Robinien, Eiben, Eschen, Ahorn, Rottannen, alles auf ganz engem Raum. Also eine wunderbare Vielfalt, eine wunderbare Naturvielfalt, wie ich sie selten gesehen habe. Sieht es also aus wie in einem Urwald. Und ich habe tatsächlich schon ziemlich viele Kastanien gefunden. Hier, dieser ganze Sack ist voll Kastanien, wunderschöne Kastanien. Das Problem ist, dass es hier am Tessin wegen der Trockenheit verboten ist, im Freien ein Feuer zu entfachen. Also bleibt noch nichts anderes übrig, als die Kastanie mit nach Hause zu nehmen, und ich werde euch dort zeigen, wie ich die Kastanie auf dem Feuer zubereite. Hier wimmelt es nur noch von Kastanien. Schaut mal her. Einige Kastanien sind auch wurmstichig. Vielleicht könnt ihr das sehen. Die kann man einfach aussortieren, indem man die Kastanien ins Wasser legt und die Kastanien, die oben aufschwimmen, die sind wurmstichig. Und die Kastanien, die absinken, die sind okay. So sehen die eingepackt aus. Das sticht ziemlich. Ist einhändig gar nicht so einfach, die zu öffnen. So. Das ist wirklich wie ein Igel. Wirklich einmalige Natur hier. Wunderschön. Hier wächst sogar Bambus. Das wollte ich euch noch zeigen. So, ich bin wieder zurück in meiner Heimat. Ich werde nun einen Rost herstellen, auf dem ich die Kastanien zubereiten werde.
So, nun ist der Rost fertig. Jetzt werde ich schauen, dass ich den dann schön über der Glut platzieren kann. Der Rost ist aus frischen Haselästen. Und ja, jetzt lasse ich zuerst mal das Feuer runterbrennen, platziere den Rost und dann bin ich gespannt, wie lange dieser Einwegrost die Hitze aushalten wird. So, jetzt schneide ich die Kastanien ein. Dazu nehme ich die Kastanie zwischen Daumen und Zeigefinger. So, und schneide sie quer zu dieser Maserung ein. Und dabei achte ich, dass ich nicht zu tief in die Frucht schneide, sondern wirklich nur die Schale durchtrenne. So. An diesem Schnitt öffnet sich dann die Kastanie in geröstetem Zustand leicht und sie wird besser schälbar. Wenn der Schnitt aber zu tief ist, dann spaltet ihr oder teilt ihr beim Schälen die Frucht und dann wird es sehr schwierig, die Kastanie aus der Schale zu holen. Oh, hier sehe ich möglicherweise ein Wurmloch. Ich schneide darum die Kastanie mal auf und tatsächlich diese Kastanie ist bewohnt. Von einem Einheimischen habe ich den Tipp erhalten, dass die Kastanien noch besser schmecken sollen, wenn man sie, bevor man sie röstet, zuerst im Salzwasser einlegt. Also grundsätzlich sind die eingeschnittenen Kastanien jetzt schon kochbereit, aber ich werde das mal ausprobieren. Ich habe darum hier etwas Salzwasser von zu Hause mitgenommen und werde nun die Kastanien 20 Minuten in Salzwasser einlegen.
So. Jetzt habe ich nur noch eine Glut. Und werde die Kastanien auf den Rost legen. Ich glaube, ich muss den Rost noch etwas tiefer setzen, weil sonst die Kastanien zu wenig Hitze haben. So, jetzt werde ich die Kastanie mal 10 Minuten rösten lassen, dann werde ich sie wenden und ich hoffe, dass der Rost nicht zu brennen beginnt, aber schauen wir mal. So, jetzt sind 5 Minuten vergangen. Die Schale beginnt sich zu öffnen. Wie ihr sehen könnt, das ist auch nötig, damit die nachher gut schälbar sind. So. Jetzt ist es wichtig, dass man die immer wieder wendet und zwischendurch ein bisschen mit Salzwasser beträufelt. So. So, jetzt sind 10 Minuten vergangen und der Rost hält immer noch tipptopp. Ich denke, das kommt gut. Die sehen lecker aus. So, jetzt sind es ca. 20 Minuten um. Zwei Mittelstreben haben sich verabschiedet. Die sind durchgebrannt. Einige Kastanien musste ich aus dem Feuer holen, aber das ist ja kein Problem, die sind ja wunderschön eingepackt und dann habe ich sie eben auf die Seite gelegt. Ich habe vorhin eine Kastanie probiert, die sind schon fast gut, ich denke noch 5 Minuten und dann kann man die essen. So, die Maroni sind nun nach ca. 30 Minuten fertig. Der Grillrost ist auch fertig. Also ja, da geht nichts mehr. Also ja, das ist jetzt alles sehr instabil. Ich werde nun die Maronis vom Rost wegnehmen. Ich hoffe, das hält noch einigermaßen für diese Aktion. So. Der Rost sieht nun so aus. Das ist also ziemlich durchgebrannt. Aber ja, irgendwie für Fleisch oder so kein Thema. Das geht ja nicht 30 Minuten. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat. Super, oder? Nun zu den Maronis. Die sind super genial.
Also wirklich, am liebsten würde ich teilen mit euch. Das ist wirklich fantastisch. Die gehen sogar noch ziemlich gut, um sie zu schälen. Ja, früher waren Maroni im Tessin, im Süden der Schweiz, das Essen der armen Leute. Heute ist es eine teuer zu bezahlende Spezialität und ich weiß warum. Wirklich lecker. So, das Projekt ist fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.